So. Hatten Sie nicht gestern Abend auch schon Dienst? Ja, ich mache eine Doppelschicht. Ich will heute Abend ins Theater nach Berlin, um mir Michael Kessler als König Lear anzugucken. Er selbst hat mir Karten besorgt. Wie schön. Kleiner Tipp, nehmen Sie ein iPod mit. Anfang, Mitte und Ende ziehen sich etwas. Minibar hatten Sie nicht? Nein, ich hatte keine Minibar. Ich hatte Minizimmer. Ja, die 104 ist unser Sorgenkind. Mhm. Gut, dann hätten wir nur einmal Hotelmedien. Mit Hotelmedien meinen Sie Pornos? Ja. Dazu hätte ich nämlich mal eine Frage. Wie hieß der Film, der gestern Abend um 1.45 Uhr auf Erotikkanal 2 lief? Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, ernsthaft. Ich müsste dringend den Titel des Films wissen. Das Problem ist, das kommt alles vom zentralen Server aus Wiesbaden. Ich habe hier nur eine Liste von allen Filmen, die in diesem Monat laufen. Natürlich. Porno-Hauptstadt Wiesbaden. Vielleicht hilft das. Die Geschichte spielte im Mittelalter. König Hartus und die Stripper der Nagelrunde? Das ist er. König Hartus und die Stripper der Nagelrunde. Ein frühes Werk von Guido Knopp. Danke. Haken, ich brauche mal deinen Videothekenausweis. Was? Du hast deinen eigenen? Ja, aber es geht um Pornos. Soll ich dir welche leihen? Nein, es geht um einen bestimmten, aber den kann ich selber leihen wegen hier Promi und so. Nehmen wir Svenjas Karte, die ist eh gefälscht. Bingo! Bastian, König Hartus ist eine Reihe, das sind insgesamt 15 Pornos. Ah Mann, geht's vielleicht noch lauter, du Pfeife? Nimm halt alle. 15 Pornos? Ja, 15 Pornos. Die nehmen Svenjas Karte nicht mehr. Dann nimm halt deine. Hab ich nicht dabei? Oh, Jesus. Hier, aber beeil dich. Bastian muss selbst kommen, die glauben nicht, dass du das bist. Lecker. Ich glaube, die Abwesenheit von Porree begeistert mich am meisten. Oh, der Typ. Sag mal, du willst jetzt wirklich alle 15 Pornos angucken? Ja, wir spulen gleich. Anne, ich muss das wissen. Sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ich glaube, in der Folge ist er nicht. Die Burg sah irgendwie anders aus. Ich mach mal den nächsten rein. Oder willst du den hier noch zu Ende gucken? Ich glaube, ich weiß, wie er ausgeht. Ah. Nee, der ist es auch nicht. Da war noch so ein Burgfräulein mit riesen Hupen, die ist hier nicht drin. Hm, scheint sie den ja genau angeguckt zu haben. Mhm, allerdings. Hm. Warte. Ich glaube, der Knechter, den kenne ich, mit dem habe ich studiert. Hm? Warte, jetzt lässt er die Hosen runter. Jo, das ist er. Was, echt? Echt jetzt? Sag mal. Du lässt dich so leicht verarschen. Was? Nein, ich wusste schon, dass das ein Scherz ist. Nee, wusstest du nicht. Wusste ich wohl. Guck mal, der Alte da mit der ledrigen Haut. Das könnte der junge Onkel Rainer sein. Stimmt. Oh, guck mal, die hatten schon Ikea-Betten im Mittelalter. Ja, und Frisuren aus den späten 80ern. Ist ja historisch belegt, dass König Artus Fokuhila trug. Ja, besonders zwischen den Beinen. Kessler! Hier! Das ist er. Was, der mit dem Helm? Ja, natürlich der mit dem Helm. Der nur den Helm auf hat. Und schau mal, was aus dem Helm rauskommt. Nee, das ist er nicht. Was? Natürlich. Was denn, du spinnst? Das könnte irgendjemand anderes sein. Das hier soll irgendjemand anders sein? Wenn wir jetzt wetten würden, was würdest du wetten, dass das nicht ist? Ich würde überhaupt nicht wetten. Aha, du bist dir also nicht sicher. Ich bin mir aber auch nicht sicher, dass es ist, okay? So, hat sie noch wirklich genug gelacht. Du weißt, dass er es ist. Du gibst es nur nicht zu. Oh, guck mal. Da bist du. Oh Gott, ja. Das ist ganz alt. Oh, Mann. Was ist denn das überhaupt für eine Show? Volle Dose kaufen? Ja. Der Bastian und sein Roseninder. Ja, das war nie meine Lieblingsfigur, muss ich sagen. Das wirkte damals schon irgendwie altbacken. Ich habe den Hype darum nie verstanden. Puh. Das war jetzt aber wirklich nicht nett von ihm. Ich habe gesagt, so geht das die ganze Zeit. Der spinnt.
Vielleicht hat er es ironisch gemeint. Das ist nicht ironisch, das ist tragisch. Hast du den Hut gesehen und den Kinnbart? Oh mein Gott. Da bin ich mal gespannt, was Regine dazu sagt.